Was geht ab, Leute? Welcome back to K22. Wie vorhin angekündigt, versprochen, Back-to-Back-Episode. Heute, wir stehen in den Halbfinals, wollen aber jetzt erst einmal ganz kurz reinschauen in unsere Entwicklung, denn wir dürfen hier unsere zweite Plakette vergeben. Und zwar hier bei den Defense Badges. Unermüdlicher Verteidiger geht noch nicht. Ausboxen, Ballstealer, das geht alles noch nicht, weil wir dafür noch nicht die... Genau, noch nicht genug gelevelt sind. Ballstealer, Steel 52. Da ist die Frage, ob mir hier irgendwas... Perimeter Defense. Ich glaube, ich push erst meine Defense ein bisschen nach oben. Dass ich da vielleicht auch eine größere Auswahl habe. Wir gehen hier mal hoch auf... Ja, okay, eine 80 ist schon teuer. 75. Beim Stealen gehe ich hoch auf eine 60. Und mache ich hier noch was? Passing ist echt grausig. Dank aus der Bewegung könnten wir noch hochhauen auf 80. 12.516. Passt. Da gehen sie dahin, meine VC. Krass, 100.000 VC sind wirklich gar nichts. Okay, dann wieder rüber zu den Plakettner. Bam, bam, bam. Ballstealer erhöht die Chancen auf einen Steal, wenn man in Korbnähe versucht. Okay, Gefahr. Wenn der Gegner vor seinem Gegenspieler verteidigt, sinken dessen Attribute. Ich glaube, ich mache als erstes mal Klette. Ja. Änderung bestätigen und beenden. Und dann, wie immer, erstmal Training mit dem Coach. Der Coach, der ja meistens vollkommen am Ausflippen ist. If it isn't the dribble god himself. You've been playing 2K, Coach. I dabble on the sticks. Wait, hold on. You play games, Coach? Not really. But I had some downtime yesterday and wanted to get a look at the virtual Yasin Shibweze. See if I could pick up any tendencies. You know he's not even in the game yet, right? He got to get drafted first. Yeah, I didn't find that out till I bought it. You know, bad news for you is the guy exists in real life, even if his hands seem impossibly quick. No surprise he leads the nation in steals. Okay, so what you want me to do? You want me to cry about it? Whoa. Stop being so dramatic. You nervous or something? Yeah, look, maybe a little. I am. All right, well, look. The only way to fix that is with preparation, which is good news for you because you work as hard as any player I've ever coached. Thank you, Coach. Don't thank me. It's true. Just got a little more to go here, okay, MP? We're almost at the finish line. You got this. I got this. So, yo, I appreciate that, for real. Thank you. All right, well, it's over the court work on your handle. I'm going to need you to protect the rock in this one. 25 teamorientiert, 5000 MVP Points, 25 plus Fundamentals. Rack Attack, 10 Versuche von der Birne, 10 Sekunden pro Versuch. Du kannst nur mit Würfen innerhalb der Zone punkten. Ach du Kacke. Und das ohne einen Blocksteller im Pick and Roll, also wirklich bloß alleine. Das kann bloß in die Hose gehen. Shit. Nein! Bitte. Ja, ach, Wurf außerhalb der Zone. Ich muss rein in die Zone. Komm, 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 komm. Jawohl. Ich bin Gott sei Dank wesentlich schneller und agiler als der. Sieht doch schon besser aus als am Anfang. Jawohl, und da sind die drei Sterne am Start. Und er bricht gar nicht ab, okay. Ja gut, die Schwierigkeit ist halt höchstwahrscheinlich auch ganz, ganz niedrig eingestellt.
Ja, jetzt kann ich nicht mehr aus der Zone scoren. Ihr seid lustig. Er hat mich wieder gestoppt. Bin ich froh, dass ich die Dinger schon durch habe. Die drei Sterne. Aber den letzten... Naja, okay. Gut, dass ich das relativ früh abgehakt habe. Ja, du hast fast keine Chance. Ich bin mal später gespannt in der Isolation alleine, wenn du dann auch Badges hast und Dribbling, die Attribute hochgeskillt sind. Aber Hauptsache, wir haben die drei Sterne abgesackt und jetzt gegen Gonzaga. Wird sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff sein. Er auch dieses Jahr mit weit vorne dabei gewesen. Halbfinale, let's go. Die Folge wird präsentiert von Just Legends. Einmal schnell gönnen. Mit Maracuja-Geschmack. Wenn ihr Bock habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit dem Code MAX15. Könnt ihr 15% sparen, Performance Booster, Sleep and Recovery, alles mit am Start. Und ganz besonders für Gamer und Soccer. Ich habe jetzt hier das Focus Spray, ich habe aber auch Anti-Stress, Energy, aber auch Sleep Spray. Aber jetzt für den Focus, ab geht's! Boah. Attackiert und sicher auch ein bisschen Glück dabei gewesen. Auch hier nochmal der kleine Hinweis, wenn ihr... Wenn ihr Bock habt, schickt mir gerne euer Video von irgendeiner geilen Aktion. Muss auch nicht heute sein, könnt ihr auch in den nächsten Tagen machen. Gar kein Stress, gar kein Druck. Die Mountaineers im letzten Spiel haben dafür, glaube ich, 6 Minuten gebraucht, bis sie mal ihre ersten Punkte hatten. Kannst du nicht bringen. Du kannst mir nicht in der Corner so viel Platz geben. Jetzt drückt er mir wieder das Foul rein. Ey, Alter, was ist das, Mann? Ganz ehrlich, du kannst leider am College nicht mal eine Challenge nehmen. Ja, jetzt nimmt mich der Coach raus. Okay, Freunde, ihr habt das provoziert. Jetzt kommt die Maxi-Show. Ja, auch wenn ein paar Dreier daneben gehen werden, ich drücke euch die 30 Punkte rein. Zu 100%. Er nimmt ihn, contestet. Ja, Rebound bei mir. Aus dem Weg. Aus dem. Irgendwie läuft die Folge nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, Freunde. Auf mal die Birne. Und da, lass ihn dir schmecken. Boom. Vergiss es. Ja, genau. Wenn der reingefallen wäre, dann wäre ich leicht ausgerastet. Dann hätte es gleich... Pass kommt. Easy. 14 Punkte Führung. Ein bisschen schade, dass sie da am Anfang einem nie die Möglichkeit geben, wenn es einem zu schwer ist, die Schwierigkeit runterzuschrauben. Und wenn es einem zu leicht ist, einfach die Schwierigkeit auch wieder hochzuschrauben. Oh mein Gott. Hat keiner gesehen, Leute. Ihr hattet volle Konzentration auf meine Ansprache. Take it to the hoops. Jawohl. Boom. Gotta get. Wir dürfen das ganze Team steuern. Allerdings ist der Balken natürlich jetzt auch schon ordentlich klein. Sheldon, covered by Crawford. Adams
Jawohl. Yes, sir. Leo Adams. Here's Booker. Booker. Ja, da gehen wir gleich mal früh drauf. Torres outside. Kelly. Defense God. Booker. Komm, wo ist die Challenge? Wo seid ihr? Was ist los? Wo ist der Wurf? Too short. Sheldon. Ich habe eigentlich gedacht, er kann ihn vielleicht wegpushen. Ne? Ohoho! Was ist los, meine Freunde? MP! Ich muss sagen, der Name ist sogar in Ordnung dieses Jahr. MP, ich weiß zwar nicht immer, wer sich das immer ausdeckt. Ja, Defense ist natürlich wieder on point. Rebound. Einmal die Community absolut hype, ne? Jetzt wird gezaubert. Gehört uns. Finals, wir kommen. Boom. Oder bang, bang. MP from way downtown. Die Nachbarn denken sich manchmal auch. Okay. Was geht mit dem da drüben ab? Da ist der nächste Steal. Und Kelly ist frei. Und Kelly legt den daneben. Nicht schnell genug. Unterm Korb gewesen. Boah, schöner Block. Und jetzt Transition. Transition. Was kommt rüber? Kelly. Boom. Wer ist am Apparat? Ah, der nächste Dreier. Ja, ich weiß, Leute, ihr denkt manchmal noch, ich bin komplett bescheuert, aber I'm too happy. Ich bin wieder am Start. 2K ist wieder am Start. Das Spiel macht Bock. Die Challenge wird safe später noch größer werden. And again, step back. Aber jetzt für den Moment wollen wir das natürlich erstmal genießen, wenn wir am College da so rocken. Ne? Und der nächste Assist, ja. 25 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists. Ich habe nicht vergessen, ich habe euch am Anfang 30 Punkte versprochen. Da ist wieder die Defense. Und die 30 Punkte sollen es am Ende auch sein, wenn ich es hinkriege. Außer Bell chillt einmal sein Leben. Ja, ich stehe in der Corner. Ich weiß nicht, wo ihr hin möchtet. Bell up top. Booker covering. Pass to Kelly. Bell outside. Bucket six. Down low. MP. Ja, das war gar nicht so schlecht gespielt. Der nächste Three-Pointer von Gonzaga. Boah, okay. Das war ein bisschen sehr optimistisch. Auf keinen Fall. Aber richtige Entscheidung getroffen, da weiterzuspielen. Komm, wir gehen entlang. Ja, der Pass kommt und hoffentlich die nächsten Punkte. Spielt den Ball raus, spiel ihn raus. Und ja, okay, habe ich gefordert. Super abgefangen. Und der Steal. Ich krieg die 30 Punkte echt leider nicht hin am Ende. Außer der fällt noch. Ja, okay. 28. Wenn wir noch eine Possession bekommen. Last Chance.
8,9. Mit dem Stepback-Dreier für die Community, oder? Was anderes, es kann nichts anderes sein. Let's go! Come on! Für alle, die zuschauen, nochmal der Stepback-Dreier. Und wir machen die 30 voll. Bam, einmal Daumen nach oben da lassen. Willkommen in den Finals. Wilder Wurf. Puh. Oh Mann, dass der reingeht, hätte ich nie gedacht. 31 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals, 1 Block, 70% from Downtown, A+. Und wieder ordentlich obendrauf auf alle Plaketten. Besonders Defense-Level wäre echt ganz gut nach oben durch die Spiele. Du stehst im Spiel um die Meisterschaft, geh da raus und hol dir den Titel. Yo. Aber erstmal natürlich wieder mit Ricky. Yo, I'm low-key super impressed with your play, bro. I appreciate you, King. Nah, man, look, like, for real, I'm being serious. I'm being serious, too. I like your sensitive and vulnerable side. It's charming, man. It's the last time I compliment you. I'll take it. Okay, die Dialoge sind natürlich auch etwas dürftig, aber besser als gar nichts. Ricky, halt das Ding am Laufen, MP. Ich bin stolz auf dich, Junge. MP Deferent, also unser Buddy. Dann der NBA 2K Superfan 16. Glaubt noch irgendjemand, dass MP es auf dem nächsten Level nicht schaffen kann? Falls ja, meldet euch. Ich will alles über euer Leben wissen, damit ich immer genau das Gegenteil machen kann. Natürlich erstmal 49.000 Likes, man kennt ihn. Und B-Ball Start 99. Es gibt echt Leute, die MP nicht für den Tournament MVP halten. Wie kann man nur so blöd sein? MP Different. Alter, die mit ihrem MP Different drehen alle durch. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das nächste Mal geht's um den College Title. Ich bin sehr, sehr gespannt, gegen wen wir ran müssen und ob wir auch da so leichtes Spiel haben werden. Nochmal der kurze Hinweis. Focus Spray, Just Legends, abchecken. Link ist unten in der Videobeschreibung mit Max 15% sparen. Gibt auch was für die Leute, die keinen Fokus brauchen, sondern ein bisschen Sleep und Recovery. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Reingucken und bis dahin, Freunde. Ciao!